Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch heute haben wir wieder Resonanzen bekommen und da habe ich eine mitgebracht. Da schreibt uns jemand: Danke, dass es euch gibt und auch eure Sendung Hoffnung um 12. Das gibt mir Kraft in dieser schwierigen Zeit. Danke für euer Gebet. Der Herr segne euch. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir Menschen ermutigen und dass sie Gott näher kommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Ich sage dir heute, baue deinen Fehlern kein Denkmal. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sind wir nicht so? Wir machen Fehler und wir sammeln die Fehler oftmals wie Briefmarken im Album. Das habe ich falsch gemacht, das ist mir misslungen und da habe ich Fehler gemacht. Das können wir viel besser als runter sagen wie die Erfolge. Aber es ist wichtig, dass wir aus Fehlern lernen. Ich kenne eine Person, die will keine Fehler machen. Und ich glaube, wir alle wollen keine Fehler machen. Aber die Person macht nichts, damit sie keine Fehler macht. Und das ist auch falsch. Wir dürfen Fehler machen, aber wir sollen daraus lernen. Und es soll wirklich uns stärken auch, dass wir weitermachen. Und ich sag dir, wenn du einen Fehler gemacht hast, starte einen neuen Versuch. So wie man praktisch auch in der Schule Diktat schreibt, macht man Fehler und dann sollte man lernen, dass man die Wörter richtig schreibt, weil das hat auch wirklich einen Sinn und nicht sagen, ich schreibe das Wort immer falsch, ich lasse es jetzt. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Und das Denkmal sollen wir nicht über den Fehlern, dass wir sagen, oh, ich habe so viele Fehler, ich mache ein ganzes Denkmal und schreibe da alle drauf. Nein, das Denkmal des Sieges sollten wir nehmen und das ist das Kreuz. Es ist wirklich das Denkmal des Siegens über alle Fehler. Alle Fehler sind besiegt und Jesus hat es ermöglicht, dass du in diesem Sieg leben kannst. Und danke, Herr, für jeden, der Fehler macht, uns neu versucht. Ich danke dir dafür, dass du jedem auch mit seinem Leben einen neuen Versuch ermöglicht hast, Herr, der in Sünde irgendwo gefangen war, der gefangen ist, Herr, dass du jedem die Möglichkeit gibst, neu zu starten, indem er zu dir kommt und sagt, ja, Herr, vergib mir meine Schuld, meine Sünden, meine Fehler und ich will mit dir gehen. Danke, Herr, dass es eine Freude ist für dich, mit diesen Menschen zu gehen. Amen. Amen. Über E-Mail kam folgendes verzweifeltes Gebetsanliegen. Wir wurden von einem Berater um unser ganzes Geld gebracht. Wir machten beim Finanzamt vorsorglich eine Selbstanzeige. Nun sollen wir viel Geld bezahlen, obwohl wir nichts erhielten. Wir sind verzweifelt. Das wäre unser Bankrott. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese verzweifelte Situation kennst. Und du bist ein Gott der außergewöhnlichen Situationen und wir danken dir, dass du eingreifst, dass du auch das, was hier schiefgelaufen ist, wieder in die richtige Ordnung bringen kannst und dass du ihnen zu ihrem Recht verhelfen kannst. Danke, Jesus, dein Wort sagt, dass du für uns streitest. Amen. Und wir legen es einfach in deine Hände und wir danken dir, dass du diesen Mangel an Finanzen wieder ausfüllst, dass du das wieder gerade rückst, was da schiefgelaufen ist. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der hilft und du bist ein Gott, der uns nicht im Stich lässt und du wirst auch diesen wunderbaren Menschen helfen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebetshilfe für einen Verwandten. Bitte beten Sie für meinen Verwandten. Er liegt im Krankenhaus. Seine Leber funktioniert nur 3%. Er ist sehr schwach. Wir brauchen eure Hilfe mit Gebet. Bitte beten Sie für ihn. Und Jesus, das wollen wir jetzt tun. Wir beten für diesen Mann, der eine so kaputte Leber hat. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch ein Erneuerer von Organen bist. Und wir danken dir, dass du diese Leber anrührst und dass sie wieder in ihre ursprüngliche Funktion zurückkehrt, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass dieser Mann gesund sein darf. Du bist groß und du bist wunderbar. Und wir vertrauen dir, dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet.
Eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Ich erlitt einen Schlaganfall. Die Lähmung vom linken Bein und linker Hand ist zwar weg, aber ich merke, dass ich in der Bewegung eingeschränkt bin. Ich bitte um Gebet, dass ich mich wieder selbstständig versorgen kann und wieder neue Kraft empfange. Oh, danke, Herr, dass du jetzt genau das in Erfüllung gehen lässt, Herr. Danke, Herr, die ganze Bewegungsfreiheit, die ganze Kraft, die fehlt, Herr, die ganze Gesundheit, Herr, die nicht da ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das in Existenz rufen dürfen, denn du hast es am Kreuz vollbracht. Ich danke dir, Herr, dass du Wunder tust jetzt gerade in dieser Person. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns: Hallo, liebes Missionswerk, bitte um Gebet zwecks meiner Beschwerden im Nierenbereich sowie beim Wasserlassen. Beschwerden bestehen schon länger, es wurde nichts Genaues festgestellt. Habe auch Beschwerden im linken Oberschenkel. Ich mache mir Sorgen. Danke und Gottes Segen für Sie. Danke, Herr, dass du jetzt auch diesen Mann, Herr, mit den Nieren, mit dem Wasserlassen und dem Oberschenkel, dass du ihn berührst. Herr, ich danke dir dafür, dass da richtig, Herr, Heilung, Herr, Wärme hineinkommt, heilende Wärme hineinkommt, durchströme, Herr, diesen ganzen Bereich in deiner wunderbaren Kraft und dass alles, was nichts taugt in dem Körper, dass es weichen muss, Herr, in deinem Namen, Jesu, und jede Krankheit weichen muss, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und Menschen schreiben auch von Gottes Eingreifen, von seiner Hilfe. Und da schreibt eine Frau von einer wunderbaren Heilung. Gott hat mich von einer schlimmen Krebserkrankung und von vielen Süchten befreit. Magersucht, Rauchen und Kaufsucht. Ich merke, dass Jesus mich von Anfang an durch alles getragen hat. Danke, Jesus. Und das ist wirklich ein Dank wert, wenn Jesus solch ein Leben umkrempelt, wieder in eine Bahn lenkt. Das ist doch großartig, wie Gott eingreift und wie Gott wirklich da Wunderbares getan hat. Und eine andere Gebetserhörung nach Gebet für dich Live-Sendung war das. Ich hatte vor dem letzten Live-Gebet ein Gebetsanliegen geschickt. Ich war vom Glaubensweg abgekommen und krank geworden, so dass ich Bluthochdruck, Blasenprobleme und eine Sehminderung hatte. Doch am schlimmsten war, dass ich über einen längeren Zeitraum nicht mehr schlafen konnte und es mir gesundheitlich immer schlechter ging. Inzwischen ist einige Zeit vergangen und die Gebete wurden erhört. Ich kann wieder schlafen und es geht mir gesundheitlich immer besser. Auch der Bluthochdruck und die Blasenprobleme sind besser geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann jetzt auch wieder demnächst arbeiten gehen. Wie auch bei den anderen Gebetserhörungen wird deutlich, wie wichtig Gebet ist. Darum vielen Dank für die Gebete. Ja, das ist wirklich wahr, wie Gebet wichtig ist. Und das wollen wir auch gerne tun. Ja, wenn du die letzte Gebets-Live-Sendung sehen möchtest, du kannst sie in unserem YouTube-Kanal anklicken und die volle Länge schauen. Hast auch du etwas erlebt mit dem lebendigen Gott? Eine Gebetserhörung muss nicht unbedingt Heilung sein, auch irgendwas anderes. Dann lass es uns wissen auf dieser WhatsApp-Nummer, die eingeblendet ist. Heute der Tipp des Tages: Bringe jetzt gleich, wenn die Sendung zu Ende ist, deine Fehler, die dir einfallen, vor Gott und sage: Danke, Herr, dass du mir einen neuen Versuch gönnst und dass es dann gelingen wird. Ja, es ist wunderbar, dass du heute wieder dabei warst. Wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Ja, und wenn du ein richtig schönes Wochenende erleben möchtest, schau mal bei unserer Webseite vorbei auf der Sparte Israel Reisen. Schau dir mal das Programm an. Du kannst dich gerne anmelden, wenn du Freude daran hast. Sollte die Reise nicht stattfinden, bekommst du alles Geld wieder zurück. Es sind auch dort die Filme, die dir zeigen, wie es dort aussieht und was dort geschieht. Schau einfach mal dort vorbei. Ja, und wir verabschieden uns und wünschen dir ein wunderbares Wochenende und gottesreichen Segen.
Gottes Segen und bis Sonntag um 10 Uhr. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.